Ja, hallo und weiter geht's mit The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich begebe mich zur Mine, um der Hauptquest weiter zu folgen und zum Gecko zu gelangen. Ich habe den Namen leider wieder vergessen, wie er heißt. Naja, ich werde mir wohl im Laufe der nächsten Zeit noch merken können. Wird wohl oft genug. Oh je. Mir direkt mal schön aufs Korn genommen. Schreien in der Nähe. Fragt sich nur, wo genau. Ich sehe auch gerade nichts. Straight die Wand hoch. Hat ja sonst nichts zu tun. Ja, ich bin auf dem Weg. Hallo. Eine Bombe wäre, glaube ich, besser geeignet für die Aktion. Das war nix. Ja, ich komme nicht rein. Wo war man da? Dreht sich ein bisschen weiter. Hui! Da hilft doch nicht. Guckt ja komplett falsch. Wo ist da noch eine Kanone, die ungefähr... Ah, da unten, ne? Die können passen, ne? Das ist natürlich mitten im Echsenlager. Nur beeilen, dann klappt das auch. Oh, zimmern die mir direkt einer rein. Das doch funktioniert aber auch nicht. Verdammt. Ich werde wirklich jetzt jede Kanone ausprobieren und hoffen, dass ich die richtige finde. Ich habe auch keinen Bogen, der hat irgendwie aussieht. Oh, daneben. Na, hau zu. Dann nimmt man es ansatzweise in die richtige Richtung. So. Jetzt muss ich die richtige Kanone finden wieder. Überhaupt erstmal reinzukommen. Ganz da hinten ist noch eine im Osten. Ja, ich weiß. Thermik. Ach, da kommt niemals an der Pfeil.
Da guckt er blöd, ne? Vielleicht ist das ja die richtige. Dreht sich zumindest mal in die richtige Richtung. Ungefähr könnte das hinkommen. Naja. Oder auch nicht. Jetzt habe ich den nur den Totenschädel kaputt gemacht. Ja. Kann ich da irgendwas manipulieren mit Magnet oder so? Geht auch nichts. Ja, irgendwie muss man doch da oben die Felsen wegsprengen können. Also das. Sagt mir nicht, es wird die Startkanone da hinten sein. Dann bin ich aber madig. Ja, machen wir halblange. Kartoffelköpfe. Ich mach die jetzt mal ein bisschen platt, damit die mir nicht so viel auf die Nerven gehen. So. Thema auch mal durch. Die ganzen Feuerpfeile nehme ich mal mit. Die kann man immer gebrauchen. Ey, ich wollte nicht runter. Ich wollte oben bleiben. So ein Mist. Ganz da hinten ist noch eine Kanone. War ich nicht da schon? Bin nicht sicher. Ganz ehrlich nicht. Weh, er schießt jetzt auf mich. Na, ich glaube, an der war ich aber schon. Noch einer der ersten, wo ich war, ne? Na, ich werde es rausfinden. Jo, da war ich schon. Die schießt entweder. Ach! Ne? Ah! Ich könnte mich gerade noch mal richtig schön ärgern, ne? Ja, sicher geht das. Oh. Es kann so einfach sein und man stellt sich so dumm an. Natürlich einfach während dem Schwenken schießen. Die einfachsten Rätsel der Welt und ich komme nicht drauf. Da hinten ist der Schrein. Ganz da hinten so. Ah ne, der ist der. In der Stadt. Der ist ja blau. Der ist ja schon blau. Was rede ich heute für einen Müll? Naja, wenigstens immer einen Schritt weiter. Moin, Chef. Ich hab schön den Arsch gerettet, ha? Ich mache erst die Kisten auf, wenn es genehm ist. Schon besser. Ich glaube, so einen Hammer nehme ich auch noch mit. Steinspalter. Ist ja schlechter als aber dich. Der Eisenhammer auch. Ah, schon wieder den falschen Knopf gedrückt. So, lasst mal das mal weg. Wegwerfen und die Fackel wegwerfen. Nochmal schön den Eisen. Hat mich meine Fackel gerade angezündet oder mein Speer? Ist aber nicht nett. Ja, macht er keinen. Kein Stress. So, jetzt unterhalten wir uns mal.
Mach ich, mach ich. So, zum nächsten Problem. Ja, irgendwo hier ist noch ein Schrein. Ich besitze große Interesse daran, diesen noch zu finden. Ich habe keinen Schimmer, wo der sein könnte, ne? Also wenn ich in die Richtung gehe. Könnte der bitte versteckt sein? Gut, hier ist alles am Glühen. Ich habe so eine leichte Vermutung. Ja, gut getippt, hä? Man kann wenigstens ein bisschen Glück haben. Wenn man schon zu blöd ist, die Kanonen zu bedienen, findet man wenigstens den versteckten Schrein unter dem Hügel. Gut, es war sehr offensichtlich, wo er ist, ne? Aber hey, ein bisschen Applaus habe ich schon verdient. Okay. Sieht heiß aus hier. Nein! Ich hab doch ein bisschen einfacher vorgestellt, als es letztendlich ist. Damit. Ja. Ich habe hier auch keinen Platz, weil der Bogen, der ist. Ach, der Bogen, der ist ja gut. Platz machen. Ach, ich hätte die Fackel hinten gar nicht anzünden müssen im Pfeil, ne? Ah, das war. Ja, tja, schon klar, ich kann ihn nicht. Wir kriegen das schon hin. So. Deswegen heißt es hier auch blaues Feuer, nicht damit ich hier, ne? Ein rotes Feuer anzünde. Das geht.
Ne? Das reicht, das reicht, das reicht, das reicht, das reicht, das reicht. Punkt für mich. Wie soll ich jetzt da drüber kommen? Soll ich mir jetzt Flügel wachsen lassen oder was? Ich habe keinen Schimmer, wie ich überhaupt da hochkomme. Ach, da wird nicht funktionieren, das ist ein bisschen weit. Das ist Müll. Ja, wie soll ich da rüber? Irgendwie soll ich da rüber. Aber wie? Ist ja nix. Da kann ich nur hoch und runter fahren lassen. Da ist eine Thermik, ne, oder? Ne, ah, ne, ist nur Nebel. Thermik. Ich glaube, mit dem Parasegel darüber kommen. Selbst wenn, ich kann die Fackel ja nicht mitnehmen. Oh, hätte ich gern probieren müssen. Okay, nehmt euch Popcorn, lehnt euch zurück. Das könnte eine längere Geschichte werden. Ich gerade wirklich wieder mal gar nicht weiß, was ich zu tun habe. Kommt ja öfters vor. Hier ist auch nichts mehr. Ach, der Dungeon, der ist, also das Labyrinth hier ist ziemlich groß, aber... Wie komme ich da rüber? Allgemein, was bringt mir der Fahrstuhl, wenn ich... Ah, warte doch mal. Ha! Da steht ja eine Flamme. Ach, siehste? Wieder mal Holzkopfalarm. Da ist doch eine... Da ist ja so eine Fackel drauf. Holzkopfalarm. So, ne? So geht das. Einen Schritt weiter. Jetzt komme ich zumindest mal zur Küste. Das ist ja auch was, ne? Und da ist ein Schalter. Ah, ist keine Kiste, ist ein Schalter, ne? Oh oh. Ja. Ah, leg mich doch auch mal. Naja, wenigstens das Ding weg. Das hat mich jetzt mal wirklich eiskalt erwischt, oder? Ne, eine Fackel, mit der kämpfen wir nicht. Nehmen wir erstmal ein. Kommen nicht alle. Einer reicht doch erstmal. Ne, wir müssen jetzt. Alle mit Laser. Nee, nicht abhauen. Antiker Riesenkern. Was haben wir hier noch Feines? Oh. Ja, da muss ich aber Platz machen. Das sieht cool aus. Ich noch einmal die falsche Taste drücke, ne? Ich glaube, dann springe ich aus dem Fenster.
Oh. Nicht laufen, nicht laufen, nur anzünden. So, besser. Hä? Ah. Muss ich eins in Stasis setzen? Dann klappt das auch. Ja, ist mir schon klar, was ich machen soll, nur der zeitliche Ablauf. Wird es eigentlich nicht reichen, wenn ich jetzt wieder mit dem Bogen arbeite? Ich habe zwar nicht mehr so viele Pfeile, aber ich meine... Das war nix. Man brennt doch. Wie komme ich denn überhaupt da drüber, ne? Das ist auch eine gute Frage. Einen Pfeil am Bogen habe ich ja jetzt nicht mehr. Ist ja leer. Es muss ja auch eine Möglichkeit geben, jetzt die Rätsel zu schaffen ohne Pfeil im Bogen. Nee. Ja, der Ventilator da vorne wird sich wohl einschalten, wenn ich die zwei Plattformen angezündet habe, dass ich jetzt natürlich nicht mehr machen kann, da ich... Ja, Mist gebaut habe. Hätte mich vielleicht auch gelangt, wenn ich straight durchgeschossen hätte. Ich bezweifle, dass ich so einen Pfeil hier anzünden kann. Ja, das geht nicht. Aber so schön straight. Müsste eigentlich gehen, oder? Ich richtig im Moment abwarte. Naja, aber auch nicht. Woher kriege ich jetzt Pfeile in dem Laden hier? Ohne Pfeile scheint es nicht zu funktionieren. Super, muss ich jetzt echt kapitulieren wegen Pfeilen. Ah. Ich komme wieder, keine Frage, mit Pfeilen. Glaube ich, muss ich nicht alles von vorne machen, ne? Man muss schnell Pfeile shoppen. Wo gab es dann gut Pfeile? Ach, geh mal zu den. Ah, da muss ich mich nochmal umziehen. Da muss ich mich nochmal umziehen. Bei den Zoras gab es auf jeden Fall auch Pfeile. Und der Schrein liegt relativ zentral. Zu den Geronen teleportiere ich mich übrigens bewusst nicht, weil ich nicht irgendeine Cutscene jetzt triggern möchte vorzeitig. Ich will das erst fertig kriegen. Hoffentlich setzen sich die Rätsel nicht zurück. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Von Schreien zu Schreien. Also ohne die Schnellwarp-Funktion hätte ich... Ich glaube, ich schon längst kapituliert in dem Spiel. Hey, lass mich runter.
Pfeile. Ja. Her damit. So, jo. Und ich glaube, Eispfeile kaufe ich mir auch noch gerade. Warum? Ich kann mir gut vorstellen, dass man im in dem Gecko-Dungeon mit Eis gut klarkommt. Ich weiß, der heißt nicht Gecko, aber... Ne, ihr wisst, was ich meine. Der letzte Titan. Schnell runter, bevor mir der Boden wegfackelt. So, jetzt habe ich ein bisschen Pfeilchen bei mir. Ein paar Bügelchen. Pfeilchen für mein Bügelchen, so wollte ich sagen. Sieht so aus, hätte sich nichts zurückgesetzt. Dann kann ich ja straight weitermachen. Auch damit! Ah doch, die Wippe ist nochmal oben, ne? Da habe ich direkt nochmal der Adler machen, bevor mich nochmal das Ding erschlägt. Das kann böse ins Auge gehen, hat er. Das ist alles, was ich zurückgesetzt hat. Die Gegner sind tot. Die Fackeln leuchten noch, Alter. Hätte ich das gehört. Naja, war ja nur eine kleine Unterbrechung. Hinten die Fackel brennt auch noch. Da kann man ja gar nicht synchron machen. Synchron da dran. Wenn ich so stehe. Doch, die kreuzen sich. Das hat nur ein bisschen schräg stehen. Ah. Geh mal weg da, Link. Mist! Nein! Oh. Wo ist da oben? Ah, kann ich ja anders da. Zünd ich die auch noch an. Die Richtigkeit. Link. Ein bisschen näher, noch ein Stück näher, noch ein Stück. Stopp. Und weg damit. Und darüber damit. Mist, wieder anzünden.
nee. Geht ja weiter hier. Ich dachte langsam hätte der Dungeon sein Ende. Nein, hat er nicht. Kann man nichts aufheben. Ja, ruf du nach dem Pferd. Machst du wirklich wunderbar. Das ist noch eine Kiste. Ah. Jetzt gehen natürlich die Sprinkler an. Ah, ich hab's. Ist eigentlich nicht so schwer. Geh ich noch die letzte Kiste da hinten holen. Das muss sein. Kombu. Ruff. Ruff. Und ganz gemütlich dahin. Waldschwert. Ich wollte eh die Fackel wegwerfen jetzt. So, damit sollte sich der Dungeon wohl erledigt haben. Der kleine Schrein hier. War mal wirklich ein komplexerer und längerer, den ich bis jetzt gemacht habe. War cool. Hat Spaß gemacht. Ist halt wirklich nur ärgerlich, dass man, wenn man Pfeile benötigt, die hier nicht findet. Ne? Das war, kenne ich aus alten Zelda-Teilen dann immer anders. Da hat man immer das in dem Raum gefunden, was man gebraucht hat, um ihn zu lösen. Also munitionstechnisch. Ja, ich hoffe auch, dass sie mir beisteht. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. So. Schnell die Waffe wegpacken. Vor mir alles. Welchen kann ich nehmen? Anscheinend gar keinen. So, das war eine ziemlich lange Folge, sehe ich gerade. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es in der Hauptquest weitergeht. Bis dahin, bye Leute.